Seit 1949 ringen Politiker im Deutschen Bundestag um Entscheidungen. Das Gegenteil ist wahr und richtig. Mehr als 7 Jahrzehnte Nachkriegsgeschichte voller kontroverser und leidenschaftlicher Wortgefechte. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum! Debatten zu brisanten Fragen, bei denen die Parteigrenzen häufig verschwimmen. Der hat damals immerhin schon Ja gesagt, aber Sie nicht. Jeder Abgeordnete ist frei. Mir muss keiner meine Abstimmung freigeben. Aber normalerweise entscheiden wir nach Fraktion. Ich sage die Wahrheit. Und wenn ich mich irre, sage ich das auch. Und die lasse ich mir von Ihnen nicht kaputt machen. Wir wollen endlich Ruhe und Frieden. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber heute muss man daran zweifeln. Das ist die Voraussetzung, warum Sie hier sitzen. Deutschlands Wiederbewaffnung. Und das Tauziehen um Hartz IV. Kriegseinsätze am Hindukusch und der Streit um die Sterbehilfe oder die Rettung des Euro. Konflikte, bei denen die Parteitreue mit dem Gewissen kollidiert. Niemand wird natürlich offen sagen, dass ein Abgeordneter von der Fraktionsführung erpresst wird. Und zugleich weiß jeder, worum es geht und was auf dem Spiel steht. Erpressung kann Überzeugung nicht ersetzen. Ein erpresstes Ergebnis ist ein verlogenes Ergebnis. Wenn Volksvertreter nicht ihrem Parteibuch, sondern der eigenen Überzeugung folgen, wird es auch schon mal frostig in den Fraktionen. Politischer Ungehorsam hat seinen Preis. Da hat man Abgeordneten angedroht, dass sie ihren Listenplatz verlieren, dass sie nicht mehr in den Bundestag zurückkehren werden. Da wird mit ganz harten Bandagen gekämpft. Schröder hat nie direkt gedroht. Entschuldigung, dafür hat er auch seine Laufburschen. Sie sollen mal zuhören, ich habe Ihnen klar gesagt, wo es geht. Genau diese Konflikte aber gipfelten oft in Debatten, die unvergesslich wurden, weil sie Bundestagsgeschichte schrieben. Und viele von ihnen wurden zu Sternstunden des deutschen Parlaments. Das ist genau der Weg, den wir gegangen sind. Die Mauer fällt. Eine Grenze verschwindet. Ost und West werden wieder vereint. Doch nur 2 Jahre nach den Jubelfeiern geht erneut ein Riss durchs Land. Diesmal in der Hauptstadtfrage. Das Tauziehen um den Standort der gesamtdeutschen Regierung. Es war erhitzt. Und nicht nur erhitzt, sondern von einer Leidenschaft bestimmt. Es wäre das Zukunftsentscheiden. Im Hintergrund stand die Debatte, was soll das für ein Deutschland sein? Rückkehr des Nationalstaats. Das war unausgesprochen das Thema dieser Debatte. Soll Berlin wieder Hauptstadt und Regierungssitz werden? Die Metropole steht für den Aufstieg und Fall des Dritten Reichs. Die Teilung, Blockade, den Mauerbau. Berlin ist das Symbol der jüngeren deutschen Geschichte. Und einer unheilvollen Vergangenheit. Ich bin ein Berliner. Oder bleibt das Parlament in Bonn? Die beschauliche Stadt am Rhein ist nach dem Krieg zum politischen Zentrum Deutschlands gewachsen. 41 Jahre lang war sie Hauptstadt. Soll das alles vorbei sein? Soll Bonn bald zu einer Provinzstadt verkommen? Sogar das Parlament selbst ist 1991 in der Hauptstadtfrage zerstritten. Selbst innerhalb der Parteien lässt sich kein Konsens herstellen. Also ich bin schon dafür, dass eine Fraktion sich Mühe gibt, mit einer Stimme zu sprechen, damit der Wähler weiß, wen er gewählt hat. Die Erwartung ist, dass die Minderheit sich der Mehrheit anschließt. Denn nur als Gruppe, so ist die Erfahrung, kann man sozusagen politisch etwas erreichen. Doch diesmal ist alles anders. Sogar die Bundesregierung ist in ihren Ansichten gespalten. Die Fraktionsdisziplin scheint außer Kraft. Wir halten den Parlamentssitz für das Herzstück einer wirklichen Hauptstadt. Deshalb sollte der Bundestag seinen Sitz in Berlin nehmen. Erst dann ist Berlin wirklich die Hauptstadt Deutschlands. Aber jeder, möglichst jeder, wollte sich zu diesem doch auch emotional so umkämpften Thema äußern.
Es gehörte noch nie zur Politik dieser Republik, dass man ein Strukturproblem in einer Region durch das Schaffen eines Strukturproblems in einer anderen Region lösen wollte. Meine Antwort ist, ich stimme für Berlin. Ich stimme für Berlin. Lasst dem kleinen Bonn Parlament und Regierung. Bonn verliert mit Bundestag und Regierung viel. Berlin gewinnt mit Bundestag und Regierung viel neue Probleme. Ich war der Sprecher der Bonner, ich war nicht in Hochform. Dabei hatte ich so gute Argumente. Aber ich hatte im Hinterkopf ein Argument, das ich nicht so auswischen konnte. Nämlich das Argument, wir haben immer versprochen, Berlin wird die Hauptstadt des wiedervereinigten Deutschlands. Ich hatte mich spontan entschieden, überhaupt zu reden. Und deshalb gewinnt in dieser Entscheidung die Tatsache für mich Bedeutung, dass in 40 Jahren niemand Zweifel hatte, dass bei der Einheit Deutschlands Parlament und Regierung ihren Sitz wieder in Berlin haben werden. Die Hauptstadtdebatte war eine Sternstunde des Parlamentarismus, weil hier tatsächlich die freie Rede, vor allen Dingen die Rede von Wolfgang Schäuble, im Parlament Überzeugungskraft entfaltet hat und das Ergebnis unmittelbar beeinflusst hat. Dann haben, glaube ich, alle auch gemerkt, wir können hier nicht 25, 30 Jahre sagen, Berlin ist unsere Hauptstadt und wir müssen alles für Berlin tun. Und wenn es dann auf den Punkt kommt, dann sagen wir bleiben in Bonn. Und deswegen bitte ich Sie herzlich, stimmen Sie mit mir für Berlin. Wäre ich nicht im Rollstuhl gesessen und hätte ich nicht so erbarmungswürdig ausgesehen, denn es war relativ bald, nachdem ein kranker Mensch auf mich geschossen hatte. Und ich sah schon wirklich, also wenn ich die Bilder heute sehe, tue ich mir selber noch leid, wie es mir dreckig ging. Und es war ja zu greifen. Es hat natürlich der Rede noch einmal eine gewisse Wirkung gegeben. Bis in den späten Abend des 20. Juni 1991 ergreifen über 300 Redner das Wort. Es gab auch Einzelne, die hatten dann schon sehr dem Alkohol zugesprochen, weil die Debatte ja über Stunden lief. Und da war ja unten Casino, du musst ja dann irgendwas machen, wenn du stundenlang nicht dran bist. Insofern war das eigentlich eine ganz muntere Debatte. Vor der Abstimmung steht fest, es wird knapp. Doch Berlin steigt in dieser Nacht zur neuen Hauptstadt Deutschlands auf. Mit einer Mehrheit von nur 18 Stimmen. Ausgelassener Jubel auf den Straßen Berlins. Aber die Begeisterung erfasst nicht das ganze Land. Nach der Abstimmung stand ich auf dem Bahnhof in Bonn und wartete auf einen Zug. Und eine ältere Dame ging erst mal ein bisschen um mich herum und dann trat sie auf mich zu und sagte, Sie sind doch Herr Thiersen, sag ich ja. Was Sie uns angetan haben mit dieser Entscheidung. Aber wäre die Entscheidung anders ausgegangen, wäre sie immer wieder in Frage gestellt worden. In Bonn hat das Nachkriegsparlament im Herbst 1949 seine Arbeit aufgenommen und sich seine oberste Maxime ins Grundgesetz geschrieben. Die Volksvertreter repräsentieren die politischen Parteien, aber sie folgen in ihrem Urteil allein den eigenen Überzeugungen. Ich muss Ihnen sagen, das ist eine so wichtige Prämisse in unserem Grundgesetz, dass man das gar nicht hoch genug verankern kann. Der einzelne Abgeordnete entscheidet, ob und wann er von diesem Verfassungsrecht Gebrauch macht und möglicherweise anders stimmt als die Mehrheit seiner Fraktion. Damit hat die Verfassung der Politik einen ehrenhaften Rahmen gesteckt. Aber der parlamentarische Alltag gehorcht häufig anderen Gesetzen. Ich glaube, das ist immer ein Spannungsfeld. Ich glaube, ein Abgeordnete sind immer erstmal auf Zeit gewählt und müssen in dieser Zeit schauen, dass sie ihre Vorstellungen verwirklichen. Natürlich ist der Abgeordnete seinem Gewissen verpflichtet. Jeder Abgeordnete kann im Parlament so entscheiden, wie er ist, aber er ist naturgemäß in Sachzwängen. 1961 riegelt die DDR innerhalb Berlins alle Grenzübergänge ab. Wenige Tage später tritt der Bundestag in Bonn zu einer Sondersitzung zusammen. Wie will die BRD mit dem neuen Staat im Osten Deutschlands künftig umgehen? Einem Land, das deutsche Bürger hinter Stacheldraht einsperrt. 1969 wird Willy Brandt Kanzler einer sozialliberalen Koalition und bemüht sich um ein nachbarschaftliches Verhältnis zur DDR. Doch die Diskussion um die Ostverträge stellt das Bonner Parlament schnell vor eine Zerreißprobe. Also ich kam im Bundestag und es war sofort
Rambazamba, nämlich Grundlagenvertrag, ja oder nein. Die CDU sieht in der Anerkennung der Ostgrenzen das nach dem Krieg gemeinsam formulierte Ziel gefährdet, eine Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands. Aber nicht alle Abgeordneten folgen der Parteilinie. Ich war einer von den Vieren, die dem Grundlagenvertrag zugestimmt haben. Also von den Vieren aus der CDU-CSU-Fraktion. Ich war schon ein bisschen Baba. So, man hat sich nicht so gern mit mir gesehen. Das ist so schlimm, als hätte ich Lepra, vielleicht nicht, aber so kurz vor Lepra war ich schon. Die Mehrheit der Opposition fürchtet mit der Annäherung an den Osten den Ausverkauf gesamtdeutscher Interessen. Die Gesellschaft war ja aufgewühlt, emotional. Es war ja, als ging es um Kreuzzüge. Und das war natürlich eine Fraktion auch so. Ich meine, eine Fraktion erträgt Abweichler nicht so gerne und schon gar nicht in einer solchen Frage, die eigentlich die Kernfrage der damaligen Zeit war. Pfingsten 1972. Ein Besuchstag in Ost-Berlin führt Menschen für einige Stunden wieder zusammen. Bis dahin ringt das Parlament jahrelang um einen gemeinsamen Standpunkt. Bis zum gescheiterten Misstrauensvotum gegen Kanzler Willy Brandt. Die Ostgebiete waren für viele eine Frage der Heimat und eine Frage der Identität Deutschlands. 1999 stürzt der blutige Konflikt im Kosovo den Bundestag in ein Dilemma. Seit 7 Jahren toben in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien erbitterte Kriege. Sollen dort deutsche Soldaten an der Seite der NATO eingreifen? Die Deutschen waren pazifistisch gesonnen nach 2 Weltkriegen. Deswegen war das besonders schwer, zum ersten Mal wieder die Bundeswehr in einen bewaffneten Einsatz zu zwingen. Sei es im Kosovo, sei es später in Afghanistan. Darüber sind Parteien beinahe zerbrochen. Bisher beteiligte sich Deutschland nur an Friedensmissionen. Aber jetzt steht die Bundeswehr im Kampfeinsatz, vom Bundestag beschlossen in den letzten Tagen der Ära Kohl. In der Nachfolgeregierung Schröder gerät nun der grüne Koalitionspartner unter Druck. Vor allem der linke Flügel der ehemaligen Friedenspartei lehnt die Beteiligung an den Luftschlägen ab. Joschka Fischer sagte, das ist ja praktisch Auschwitz. Wir haben Auschwitz im Hintergrund und wir enthalten uns jetzt, um möglicherweise ein Land zu befreien. Das waren auch Wortkeulen, die da benutzt wurden. Der interne Streit der Grünen eskaliert mit einem Farbbeutelanschlag auf Außenminister Fischer, der energisch für den Kosovo-Einsatz wirbt. Schließlich steht die Koalition auf dem Spiel. Ich stehe auf 2 Grundsätzen. Nie wieder Krieg, nie wieder Auschwitz, nie wieder Völkermord, nie wieder Faschismus. Beides gehört bei mir zusammen, liebe Freundinnen und Freunde. Die Grünen hatten traditionell die Auseinandersetzung zwischen Realo und Fundis, aber die wurde bis dahin nicht mit Gewalt ausgetragen. Aus diesen Gründen lehne ich zwar den Antrag der Bundesregierung nicht ab, aber ich kann ihm auch nicht zustimmen. Ich werde mich wie einige andere Kollegen aus der Bündnisgrünen-Fraktion enthalten. Schließlich ringen sich die Zweifler durch. Das rot-grüne Bündnis wird gerettet. Doch die Harmonie ist nicht von Dauer. Nach dem 11. September 2001 bringt der amerikanische Antiterroreinsatz in Afghanistan die Koalition erneut ins Wanken. Etliche Abgeordnete beider Parteien stellen sich offen gegen eine deutsche Beteiligung. Die Regierungsmehrheit steht auf der Kippe. Da hat der damalige Bundeskanzler Schröder was ganz Gemeines und meiner Ansicht nach auch Verfassungswidriges gemacht. Er hat die Frage, bist du für oder gegen den Kriegseinsatz, verbunden mit der Vertrauensfrage. Es ist die schärfste Waffe, die das deutsche Grundgesetz einem Regierungschef gibt. Gerhard Schröder riskiert Neuwahlen und damit den eigenen Sturz. Aber er sieht keinen anderen Ausweg als diese Machtprobe. Denn der Bundeskanzler kann seinem Amt und kann seiner Verantwortung für das Gemeinwohl nur dann entsprechen, wenn seine Person und wenn sein Programm das Vertrauen und die Zustimmung der ihn tragenden Mitglieder des Hohen Hauses finden.
Er musste befürchten, dass seine Koalition aus SPD und Grünen eben nicht den Beschluss fassen würde. Und er wollte natürlich nicht, dass ein Beschluss gefasst wird, wo er sich auf CDU, CSU und FDP stützen musste. Deswegen hat er die Vertrauensfrage dargestellt. Er hat damit deutlich gemacht, dass hier die außen- und sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit der Bundesrepublik zur Debatte steht und nicht nur die einzelne Entscheidung über einen einzelnen Einsatz. Für den Juniorpartner ein Dilemma. Werden die Grünen um jeden Preis die Regierungsbeteiligung retten? Dann sage ich Ihnen, ist das wirklich der blanke Opportunismus. Ein bisschen Mandat, ein bisschen Regierungsbeteiligung ist mir wichtiger als die Frage von Krieg und Frieden. Und das zerstört Vertrauen in dieses Parlament und auch in diese Koalition. Der grüne Koalitionspartner weiß, was auf dem Spiel steht. Außenminister Fischer kämpft um die Zustimmung seiner Partei. Und ich werbe dafür, für die Politik dieser Bundesregierung bei der Vertrauensfrage. Als jemand, der einer Partei angehört, die sich mit dieser Entscheidung immer schwer getan hat. Ich werbe hier um die Zustimmung gerade jener, und ich habe das in den letzten Tagen erlebt, wie schwer es auch persönlich ist. Ich werbe um die Zustimmung jener, weil ich ihre Grundhaltung achte. Das ist kein opportunistischer Pazifismus, sondern es sind ehrliche Überzeugungen. Bis zum Schluss aber gibt es in der grünen Fraktion noch 14 Abweichler. Dann wurde zu einem kleinen Trick gegriffen und dann haben die 14 gesagt, gut, die Hälfte von uns wird vertretend für die anderen dagegen stimmen und die andere Hälfte stimmt dafür, um klarzumachen, wir wollen die Regierung nicht in Frage stellen. Das ist auf eine für Grüne sehr eigenartige Weise ausgegangen, weil am Schluss durften die Männer alle dagegen stimmen. Die Frauen mussten ganz ordentlich dafür stimmen und haben dann natürlich erklärt, warum sie das so gemacht haben. Bei der Abstimmung am 16. November 2001 schließlich geht die Rechnung auf, wenn auch haarscharf. Mit nur 2 Stimmen über der erforderlichen Mehrheit wird die Bundeswehr nach Afghanistan geschickt. Schröders Vertrauensfrage zielte auf die eigenen Leute ab, die vom Kurs der Koalition abwichen. Ein heikles Druckmittel. Denn die Fraktionsdisziplin verbietet das Grundgesetz zwar nicht, wohl aber ausdrücklich den Zwang. Die Frage ist, ist das Demokratie, wenn eine ganze Fraktion auf eine Linie getrimmt wird, auch wenn die Abgeordneten es vielleicht anders sehen? Wenn ein Abgeordneter nicht so stimmen will, wie es die Fraktion beschlossen hat, dass die Fraktionshaltung ist, dann soll das der Fraktionsgeschäftsführer mitteilen. Einfach, dass sie wissen, dass sie nicht völlig überrascht werden, nicht mehr. Aber einen Zwang gibt es nicht und jeder ist frei. Schon Anfang der 1950er Jahre bewegt Deutschlands militärische Zukunft die Gemüter. Soll sich das Land wieder bewaffnen und Streitkräfte aufbauen dürfen? So kurz nach den Gräueln des Zweiten Weltkriegs? Und natürlich ging es auch um die Frage, ob man mit den Leuten, die von der Wehrmacht noch übrig waren, eine demokratische Armee aufbauen kann. Die Offiziere haben alle gedient, andere Offiziere hatte man nicht. Also erfand man das Konzept des Bürgers in Uniform, einer Armee, die demokratisch ans Parlament gebunden ist und nicht an die Regierung. Die USA drängen auf einen deutschen Verteidigungsbeitrag gegen die Sowjets. Bundeskanzler Konrad Adenauer und seine schwarz-gelbe Koalition fordern die Aufrüstung gegen die, wie es heißt, aggressive Expansionspolitik Russlands. Wir wollen endlich Ruhe und Frieden haben vor dem Drang und den Angriffen aus dem Osten. Die SPD hingegen lehnt die Wiederbewaffnung kategorisch ab. Die Opposition im Bundestag will die Kosten für eine Armee lieber in soziale Aufgaben investiert sehen. Wissen Sie, nee, ganz anders macht's die SPD. Auch weite Teile der Bevölkerung stehen den Regierungsplänen kritisch gegenüber. Viele Menschen tragen ihren Protest im Frühjahr 52 auf die Straßen. Schließlich musste die Polizei trotz des nasskalten Tages die Straßen mit Hilfe ihrer Wasserspritzen freihalten. Mein Großvater ist aus der CDU ausgetreten. Wegen der Wiederbewaffnung, weil ihn der Krieg so traumatisiert und geprägt hatte, dass er der Meinung war, dass Deutsche nie wieder Waffen in die Hand nehmen dürfen.
Zwei Tage lang debattiert der Bundestag hochemotional über den deutschen Beitritt in ein westliches Verteidigungsbündnis. Mitten in der Nacht des 8. Februar 1952 fällt die Entscheidung. Die leidenschaftlich umkämpfte Gesetzesvorlage wurde mit den Stimmen der Regierungskoalition in den frühen Morgenstunden angenommen. 1955 schlägt die Geburtsstunde der Bundeswehr. Die ersten Rekruten werden vereidigt. So wahr mir Gott helfe! So wahr mir Gott helfe! Fast 30 Jahre später, 300.000 Menschen demonstrieren 1981 im Bonner Hofgarten gegen das Wettrüsten der Supermächte und die Gefahr eines Atomkrieges. Ihr Protest richtet sich vor allem gegen den NATO-Doppelbeschluss der westlichen Verteidigungsgemeinschaft. Wobei man nicht vergessen darf, dass dieses NATO-Bündnis ja deswegen zustande kam mit Westdeutschland. Das hieß immer so schön, to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down. Also die Russen raushalten aus dem NATO-Bündnis und dem Gebiet, die Amerikaner in Europa festhalten und die Deutschen deckeln, damit sie nicht wieder Blödsinn machen. Falls die Sowjetunion ihre auf Westeuropa gerichteten Mittelstreckenraketen nicht abbaut, will die USA vergleichbare Nuklearwaffen in Europa stationieren. Bundeskanzler Helmut Schmidt ist von dieser Strategie überzeugt, anders als seine Regierung. Viele in der sozialliberalen Koalition verweigern ihm die Gefolgschaft. Ein besonders einschlägiger Nachweis dafür, dass die Unabhängigkeit von Abgeordneten, die in unserer Verfassung belegt und beschworen wird, keineswegs nur auf dem Papier steht, sondern gelebte Praxis ist. Der Widerstand gegen Schmidt eskaliert. Außenminister Genscher und drei weitere FDP-Minister treten zurück. Sie bereiten einen Koalitionswechsel mit der CDU vor. Die Bundestagssitzung am 1. Oktober 1982 geht in die Geschichte ein. Das Parlament entzieht dem Bundeskanzler das Vertrauen. Eine knappe Mehrheit von 7 Stimmen beendet die Ära Schmidt. Ich hoffe, ihr lasst mich in Zukunft etwas mehr in Ruhe als bisher. Helmut Kohl wird neuer Bundeskanzler und setzt den NATO-Doppelbeschluss durch. Doch noch immer ist die Bevölkerungsmehrheit gegen die Aufrüstung. Die Proteste nehmen historische Dimensionen an. Im Oktober 1983 demonstrieren allein in Bonn 500.000 Menschen. Der neue Kanzler erkennt, er darf nichts überstürzen. Helmut Kohl hat sich damals mit dem Hubschrauber über den Hofgarten fliegen lassen, um zu sehen, wie viele Menschen sind denn wirklich da. Und er war tief beeindruckt und es gibt offensichtlich eine Überlegung bei ihm selber zu dem Zeitpunkt vor der Stationierung, dem amerikanischen Präsidenten Bush zu schreiben, hey, stopp. Lass uns das nochmal überlegen. Der Widerstand ist mir zu groß. Kurz darauf bricht die Sowjetunion die Verhandlungen mit dem Westen ab. Und die USA beginnen mit der Stationierung von Pershing-2-Raketen in Deutschland, das gerade eine politische Premiere erlebt hat. Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik wurde nun ein Kanzler, weil er seine Mehrheit verloren hatte, durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt. Insofern steht dahinter auch ein Wandel im Verständnis der parlamentarischen Demokratie der Bundesrepublik. Die Parlamentarier leben ja auch in diesem Spannungsfeld, wer sind wir eigentlich? Sind wir Erfüllungsgehilfen der Regierung? Nein, das sind wir nicht. Mehr als 5 Millionen Arbeitslose, geringes Wachstum und zu hohe Staatsschulden. 2003 zieht Gerhard Schröder ein Rezept aus dem Hut, das sogar treue Sozialdemokraten entsetzt. Die Agenda 2010. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen. Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner. Die Agenda 2010 war die ganz große Zerreißprobe für die SPD, die sie übrigens hinterher nie wieder überwunden hat. Damit kommen Sie nicht durch. Die Probleme holen Sie ein. Mit Hartz III
und Hartz IV wird es nicht weniger Arbeitslose geben, sondern mehr arme Arbeitslose. Das Problem liegt ganz schlicht und ergreifend darin, dass Sie in diesem Gesetz nichts tun, um den Markt für neue Arbeitsplätze zu erweitern. Gewerkschaften und Sozialverbände fürchten massiven Sozialabbau und die Spaltung der Gesellschaft. Wie sollen wir in Euro arbeiten gehen oder was? Haben die eine Meise? Das ganze Leben lang haben wir gekriegt und jetzt wollen sie uns alles wegnehmen. So sieht es aus. Gegen alle Widerstände will Schröder seine Agenda durchsetzen. Als selbst in der eigenen Partei die Zweifler zunehmen, droht der Kanzler schließlich sogar mit Rücktritt. Das heißt, es wird alles mit allem verknüpft. Und das ist immer sehr problematisch. Bis hin dann zu der Basta-Politik, mit der Schröder ja leider dann auch bekannt wurde, nach dem Motto, dann gehe ich halt. Minijobs, die Ausweitung der Leiharbeit und die sogenannten Ich-AGs hat der SPD-Chef bereits durchsetzen können. Ins Kreuzfeuer aber gerät nun vor allem sein Vorhaben namens Hartz IV, die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe. Kritiker aus dem linken Parteiflügel starten ein Mitgliederbegehren. Sie halten die Folgen für noch nicht ausreichend diskutiert. Zuerst lese ich, ob das Versicherungsverträge oder Gesetze sind, das Kleingedruckte, und danach entscheide ich. Ernst genommen wurde man erst, als man zur offenen Rebellion aufrief. Dann ging das natürlich nach dem Motto, da kommen irgendwelche Leute an und fallen dem Kanzler in den Rücken. In der Fraktion war das natürlich ein Problem, weil die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag so eng waren, wenn da 10 fehlten und es waren 12, die gesagt haben, wir machen da nicht mit, dann wusste man, da gibt es keine Mehrheit. Der innerparteiliche Widerstand kann Schröder gefährlich werden. Die SPD-Oberen versuchen, die Abtrünnigen zu bekehren, um den Kanzler nicht zu beschädigen. Das war dann immer die Situation, bei denen man intensiv mit denen sprechen musste. Und natürlich haben sie sich in dem Wahlkreis auch noch mal rückversichert und so. Also das hat schon heftige Gespräche gegeben und auch viel Sorgen ausgelöst, könnte das Ganze scheitern. Bis dann hin zu Einzelgesprächen und dann noch anderen Drucksituationen, die in den Wahlkreis hineinreichen oder du kommst nicht mehr auf die Landesliste. Für Leute, die keinen eigenen Wahlkreis haben, gibt es riesige Druckmittel. Und das, da gibt es eine große Palette, aber damals hat schon ausgereicht, dass sozusagen die ganze Regierung da aufs Spiel gesetzt wurde. Mir ist klar gesagt worden, dass ich nun auf meinem Sitz im Parteivorstand verzichten könnte. Dies ist auch passiert. Schröder hat nie direkt gedroht. Entschuldigung, dafür hat er auch seine Laufburschen. Aber es war deutlich, wer mir widerspricht, fliegt raus. Die dunkle Seite des Bundestages? So mancher Parlamentarier hat sie erlebt, quer durch die Parteien. Wer zu hartnäckig auf seine Überzeugung pocht, stört den Fraktionsfrieden. Was die Mütter und Väter des Grundgesetzes nicht bedachten, Parteien funktionieren im Ernstfall wie jede hierarchische Struktur. Wer sich nicht an Weisungen von oben hält, verbaut sich womöglich die Zukunft. Das kann mir passieren. Du hast doch damals gegen uns gestimmt. Du hast dich der Stimme enthalten. Und jetzt willst du hier was werden. Das mit dem Druck und mit den Drohungen, das tut mir leid, ist ein bisschen übertrieben. Es mag das auch mal im Einzelfall geben, mag auch, es gibt auch, wird viel dummes Zeug geredet. Der Tag ist lang, aber ich akzeptiere es nicht. Ich habe es auch nie so erlebt. Niemand wird natürlich offen sagen, dass ein Abgeordneter von der Fraktionsführung erpresst wird. Und zugleich weiß jeder, worum es geht und was auf dem Spiel steht. Also diese Mechanismen sind schon, das ist nicht ein vergnügungspflichtiger Ausflug. Bist schon froh, wenn du abends im Bett bist, noch einigermaßen heil. Schröders Kritiker aber lassen sich schließlich zähmen. Die rot-grüne Koalition setzt das umstrittene Reformpaket am 17. Oktober 2003 durch, mit einer knappen Mehrheit von 10 Stimmen. 5 Jahre zuvor hat der Bundestag die Einführung des Euro beschlossen. In keinem anderen Land ist die neue Währung damals so umstritten. Die Debatte im Plenum dagegen mag als Sternstunde gelten. Selten herrschte zwischen und innerhalb der Fraktionen so viel Harmonie. Und am Ende dieses Jahrhunderts gilt auch der Satz, dass die europäische Einigung der Glücksfall der Geschichte ist. Für uns in Europa und vor allem für uns Deutsche. Mit diesem Schritt
den der Deutsche Bundestag heute mit großer Mehrheit beschließen wird, wird der Integrationsprozess, der europäische Integrationsprozess, eine neue Qualität erreichen. Der Eintritt in die Währungsunion mit den vorgeschlagenen 11 Mitgliedstaaten ist stabilitätspolitisch vertretbar. Mehr noch, es ist der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Die Währungsunion ist die Brücke zum 21. Jahrhundert. Aber, meine Damen und Herren, es macht nicht nur Sinn, bei dieser in der Tat historischen Entscheidung über die Chancen zu reden, sondern man darf auch die Probleme, die damit verbunden sind, nicht verschweigen. Auch viele Ökonomen und die Linke, damals noch PDS, warnen vor unkalkulierbaren Gefahren. Man kann einen Kontinent nicht über Geld einen. Das hat noch nie in der Geschichte funktioniert und das wird auch hier nicht funktionieren. Im Endeffekt haben sie es alle mitgetragen, aber unter großen Bauchschmerzen. Und unter den, wenn man so will, Verdauungsvorgängen jener Bauchschmerzen leiden wir bis heute. In ganz Europa wird die Einführung des Euro als epochales Ereignis gefeiert. Tatsächlich jedoch entwickelt sich die Gemeinschaftswährung bald zum Problemfall. Spätestens mit dem Alarmruf aus Griechenland jagt ab 2010 ein Krisengipfel in Brüssel den nächsten. Auch der Bundestag debattiert in zahllosen Sitzungen Notfallpläne. Eisern gibt die Kanzlerin die Parole vor. Europa scheitert, wenn der Euro scheitert. Europa gewinnt, wenn der Euro gewinnt. Viele Bürger verstehen die Rettungsmechanismen und Pakete kaum noch, geschweige denn ihre kryptischen Namen. EFSM, EFSF, ESM, Fiskalpakt. Überdeutlich aber ist, die Probleme der Währungsunion in Europa wurden unterschätzt. Erst haben die Banken versagt, haben die Staaten zu Rettungsaktionen getrieben, haben die Weltwirtschaft sozusagen in einen tiefen Abgrund gezogen. Dann mussten wir Konjunkturpakete machen. Mit den Konjunkturpaketen haben wir uns verschuldet. Jetzt haben wir die Schulden und jetzt wird gegen die Schulden der Staaten spekuliert. Die Linken sehen ihre Bedenken gegen den Euro bestätigt und attestieren nun auch dem Vorgehen zu seiner Rettung kapitale Fehler. Wir brauchen die Unabhängigkeit der Staaten von den Privatbanken. Sonst führen die sie länger durchs Land, und zwar sie alle vier zusammen. Aber die immer neuen milliardenschweren Rettungsschirme bringen selbst in der Regierung Zweifler hervor. Hatte man den Bürgern nicht versprochen, dass kein Staat für die Schulden des anderen haftet? Da gab es ja auch Kritiker, Herr Bosbach zum Beispiel. Und dann hat der damalige Bundeskanzleramtschef Pofalla hat gesagt, ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Also so tief ging das schon. Im Grunde hat der Roland Pofalla bei dem Zusammenprall nur das gesagt, was ohnehin im Kanzleramt gedacht wurde. Und es gab nicht wenige, die gesagt haben, Mensch Bosbach, in der Sache hast du ja völlig recht. Aber wir können doch jetzt nicht anders stimmen, wenn die EU-Staaten sich so verabredet haben. Zu einer historisch einmaligen Situation kommt es am 29. September 2011. Weil zwei Abgeordnete der CDU und FDP von der Parteilinie abweichen, wollen ihre Fraktionen sie nicht im Plenum reden lassen. Bundestagspräsident Norbert Lammert schreibt an diesem Tag ein Stück Parlamentsgeschichte. Er gibt den beiden Abweichlern jeweils 5 Minuten Sprechzeit. Sie machen von dem Rederecht Gebrauch, dass Sie als Mitglied des Deutschen Bundestages selbstverständlich haben, mit und ohne Zugehörigkeit und Zuordnung zur jeweiligen Fraktion. Und ich denke, es entspricht sowohl unserem Selbstverständnis wie der völlig unmissverständlichen Verfassungslage, dass wir diesem Anspruch Rechnung tragen. Lammerts Verhalten gegenüber den Abweichlern zeigt, wie hart und eisern das Regiment der Fraktionsdisziplin sein kann. Er hat mir ein Signal gegeben, ich soll mich 5 Minuten vorbereiten. Und dann konnten wir mitten in der Debatte auch mit einem Slot von 3 oder 5 Minuten, ich weiß nicht mehr ganz genau, dann entsprechend unsere Meinung kundtun. Es kann nicht sein, dass jemand bei Rot über die Ampel fährt und die anderen die Strafzettel bezahlt. Das ist nicht meine Vorstellung von Europa. Wir haben gesagt, es wird keiner für die Schulden eines anderen Staates in diesem Währungsraum aufkommen müssen. Jeder muss seinen Haushalt selbst ausgleichen. Und genau das brechen wir
mit dieser Schirmpolitik. Es gab ja viele, die meine Bedenken geteilt haben, die dann zu mir kamen und sagten, ja, du sagst wenigstens, ja, ich kann nicht, ich brauche einen guten Listenplatz, sonst kriege ich den nicht mehr. Du hast deinen Wahlkreis sicher. Und es gab natürlich auch welche, die gesagt haben, das ist ein Kameradenschwein, du profilierst dich hier zu Lasten der Gruppe. Da muss man halt dann aushalten, das ist so. Aber Lammerts Entscheidung hat ein Nachspiel. Die Fraktionsvorsitzenden und der Ältestenrat drohen dem Bundestagspräsidenten mit juristischen Konsequenzen. Sie sprechen sogar über Pläne, das Grundgesetz zu ändern. Und ich habe denen dann genauso unmissverständlich gesagt, ich werde es ganz sicher bei einer vergleichbaren Situation wieder so machen. Wenn ihr das nicht ertragt, müsst ihr einen anderen Präsidenten wählen. Bundestagsjuristen bestätigen später, Lammerts umstrittene Entscheidung entsprach der geltenden Geschäftsordnung. Der den Parlamentarismus betont und dass es auch im Parlament unterschiedliche Auffassungen geben darf innerhalb von Fraktionen. Ich fand das ziemlich gut damals. Bereits 1965 erlebt die junge BRD eine Debatte, bei der die politische Farbenlehre ausdrücklich außer Kraft gesetzt ist. Dürfen Verbrechen aus der Zeit des NS-Regimes weiter verfolgt werden? Oder gilt die Verjährungsfrist, die immerhin das Grundgesetz vorsieht? Dann kämen viele der einstigen Täter bald ungestraft davon. Das ist die Frage, die hinter der Verjährung stand. Würde die deutsche Gesellschaft den Nationalsozialismus irgendwie entsorgen können oder würde er sie dauerhaft begleiten? Bundeskanzler Ludwig Erhard sieht ohnehin keine Chance, das Grundgesetz zu ändern. Deshalb lässt er die Abgeordneten frei von Fraktionszwang sprechen. So entbrennt am 10. März 1965 eine offene Diskussion über Generationengrenzen hinweg. Auch Abgeordnete aus der zweiten und dritten Reihe ergreifen das Wort. Es handelt sich hier um eine Frage, die in erster Linie nach rechtlichen Überlegungen und somit aus dem Gewissen jedes Einzelnen heraus entschieden und beantwortet werden muss. Die Fraktionsführung war nicht so ganz glücklich über diese Entscheidung, aber diese Debatte ist eben getragen von großen Reden, gerade dieser sozusagen neuen Protagonisten. Ich denke, Ernst Bender muss man da nennen. Ich bestehe darauf zu sagen, dass dieses deutsche Volk doch kein Volk von Mördern ist und dass es diesem Volk doch erlaubt sein muss, ja, dass es um seiner selbst willen dessen bedarf, dass es mit diesen Mördern nicht identifiziert wird, sondern dass es von diesen Mördern befreit wird, dass es, besser gesagt, deutlicher gesagt, sich selber von ihnen befreien kann. Zu einer Entscheidung findet das Plenum an diesem Tag nicht. Es dauert noch etliche Jahre, bis das Parlament beschließt, NS-Verbrechen müssen bestraft werden, ohne jede Frist. Die Geschichte der Debatten über die Verjährung zeigt, wie schwer sich die Bundesrepublik damit getan hat, die nationalsozialistische Geschichte als ihr Erbe anzunehmen und wie sie sich entwickelt hat. Der Streit um den Paragraphen 218 bewegt Westdeutschland in den 70er Jahren. Sollen Abtreibungen weiterhin mit Haftstrafen bedroht werden, wie es das Gesetz von 1872 noch immer vorsieht? Eine Frage, die sinnbildlich für ein häufiges Dilemma der Parlamentarier steht. Mit Blick auf die Gewissensfreiheit des einzelnen Abgeordneten, ja, er muss am Ende oder sie muss am Ende für sich selbst und frei entscheiden, in welchem Kontext stelle ich eine bestimmte Abstimmung. Und 2014 ringt das Parlament um eine Frage, die unheilbar Kranke und ihre Angehörigen betrifft. Soll der Staat Unterstützung beim Selbstmord verbieten oder aktive Sterbehilfe sogar erlauben? Zwei der heikelsten Abwägungen in 70 Jahren Bundestagsgeschichte. Da ist es auch vernünftig, dass man nicht den Eindruck erweckt, das würde hier nach Parteien entschieden, sondern da muss jeder sich auf eine besondere Weise selber noch mal befragen. Und 2017, die Ehe für alle. Auch homosexuelle Paare sollen künftig heiraten dürfen. Seit Jahren fordern Verbände die gesetzliche Anerkennung ihrer Partnerschaften. Ganz plötzlich landet die Diskussion im Bundestag. Dass Merkel die Abstimmung freigibt, wie sie sagt, wird als Sensation gefeiert. Dabei lassen viele Berichte ein elementares Abgeordnetenrecht völlig außer Acht.
Abstimmungen können und müssen nicht freigegeben werden. Durch wen eigentlich? Denn die Verfassungslage ist völlig unmissverständlich. Die Abgeordneten sind, wie es im Artikel 38 des Grundgesetzes heißt, Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Jeder Abgeordnete ist frei. Mir muss keiner meine Abstimmung freigeben. Aber normalerweise entscheiden wir nach Fraktionen. Die Debatte im Hohen Haus nur 4 Tage später, am 30. Juni 2017, verläuft ohne nennenswerte Konflikte. Die entfesselten Redner sind sich in der Sache einig. Es wird also niemandem etwas weggenommen. Niemand muss, alle dürfen. Es wird lediglich ein paar mehr glückliche Menschen geben. Vielen Dank. Und noch einmal gibt der Bundestagspräsident dem Parlament freundlich Nachhilfe. Für die viel strapazierte Frage, was denn eine Gewissensentscheidung sei, gibt es eine einzige zuständige Instanz. Und das ist der jeweils einzelne Abgeordnete. Es wäre schön, wenn das für die Zukunft unmissverständlich deutlich würde. In Rekordzeit passiert die Entscheidung den Bundestag. 393 Abgeordnete geben der Ehe für alle ihren Segen. 226 lehnen sie ab, darunter die Kanzlerin. Am Montag war das Interview, am Freitag war in zweiter und dritter Beratung das Gesetz fertig und die Ehe für alle war da. In rund 7 Jahrzehnten Bundestag hat sich mehr als der Standort und die Mode geändert. Das Land ist größer geworden und auch das Parlament. Inzwischen gibt es 6 Parteien und mehr als 700 Abgeordnete. Aber Abweichler haben immer noch einen schweren Stand. Ich verstehe es einfach auch nach 46 Jahren in der Politik nicht, warum sich Parteien so schwer tun, unterschiedliche Meinungen zur Geltung kommen zu lassen. Es ist doch kein Ausnahmefall, es ist doch der Regelfall in Volksparteien, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Der Spaß der Demokratie ist der Streit. Und zwar mit Argumenten. Das macht doch die Demokratie erst so attraktiv.